Freunde, heute wird's Arsch. Und da gibt's ja keine Begrüßung oder Servus, grüß euch oder wunderschönen. Heute wird's Arsch, denn heute gehen wir in Eiders Festung. Und Eiders Festung ist mein absolutes Hassgebiet aus diesem Game, muss ich wirklich sagen. Jeder zweite Gegner ist ein blader Oger, der was dir unter seinen Arsch vergrobt. Der huckt sie mit seinem braden Gesäß in der Pappen, dass du verschwindest. Gänzlich. Und dann haben wir gedacht, Freunde, wie können wir diese Folge dann noch krönen? Weißt was? Machen wir in Fensterschleicher auch noch mit, in Dark Lurker. Und der Dark Lurker ist niemand geringerer als einer der schwersten Bosse aus dem gesamten Spiel. Das bedeutet, wir werden heute auch die zwei Fensterprüfungen machen, um überhaupt zum Dark Lurker zu kommen. Und wenn ihr irgendwas Platin-Relevantes sucht, wenn ihr was vergessen habt, Freunde, wie immer, in der Infobox ist alles verlinkt und ihr könnt da ganz bequem nachschauen, was euch da noch fehlt für die Platin. Wir gehen zur zerstörten Weggabelung und da gebe ich euch schon mal einen Tipp, Freunde, besorgt euch genug Feuerpfeile. Ne? Wenn ihr keine Feuerpfeile habt, dann geht ihr zu Ornifex nach Zeldora und kauft ihr dort die Feuerpfeile ab. Warum brauchen wir Feuerpfeile? Das erkläre ich gleich. Zuerst nur kurz zur Orientierung, Freunde. Ne? Ganz links ist noch Dragon Lake gegangen. Ganz rechts ist durch den Schattenwald in die Nebelruinen gegangen. Falsch. Durch den Nebelruinen in den Schattenwald, so heißt's. Und mittig gehen wir jetzt in diese absolute Arschburg, muss ich wirklich sagen. Ich hasse alles dran. Ne? Wir rüsten uns dazu jetzt Pfeil und Bogen aus. Ne? Kurzbogen plus 10 und Feuerpfeile. Ich sehe, da habe ich noch einen Falkenring drin, das kommt weg. Und einen Zauberstab gebe ich auch noch rein. Ja? Für Buffen. Fürs Buffen der Waffen. Ne? Fürs Buffen meiner Waffen. Majestätisch. So, diese kleinen Arschlöcher da vorne, diese kleinen Giftaffel, die was dich versteinern und instant töten, sterben nämlich mit einem Feuerpfeil. Und darum ist ein Feuerpfeil für dieses Gebiet einfach sehr, sehr geil. Holt sich die unbedingt. Ein Pfeil und tot. Ja, und jetzt kommt schon der erste Oger. Der erste von gefühlt 1000. Man kann die wirklich Dark Souls zwar ein bisschen kritisieren für die Hitboxen. Ich habe gar nicht so ein Problem mit den Hitboxen, aber die Hitboxen von diesem Oger sind mit Abstand das Schlimmste an Dark Souls 2, finde ich. Der hat grauenhafte Hitboxen, dieser Trottel. Das ist mir so ein unsympathischer Gegner. Und hat auch so viel Leben, ne? Der Dude. Und er ist auch schnell, er ist verdammt schnell, ne? Und wenn ich die da grab, bist du safe kaputt. Aber jetzt ist er safe kaputt. Wir werden versuchen, ruhig zu spielen. Das Gebiet ist relativ schwierig, werden wir auch ein paar optionale Sachen machen, die was sehr schwer sind heute. Keine Sorge, ich sag dazu, wenn etwas optional ist. So, Freunde, da haben wir einen roten Tränensteinring. Ne? Ihr kennt es, das ist ein absoluter OG-Ring im Dark Souls-Universum. Der rote Tränensteinring, der wird für uns sehr, sehr interessant bei Sir Alonne. Denn Sir Alonne, ne, seines Zeichens schwerster Boss im gesamten Spiel und einer der schwersten Bosse der Souls-Reihe. Sir Alonne möchte ich gerne hitless legen. Das wäre heute in jeder Hinsicht geil, weil da passiert was Nices, wenn man Sir Alonne no damage besiegt. Allerdings wird das super schwer. Ja. So, jetzt rüsten wir uns kurz den Königsring aus. Den haben wir letztes Mal erhalten. Jetzt geht da die Tür auf. Und sobald die Tür aufgeht, können wir sofort wieder einen anderen Ring ausrüsten. Die Tür bleibt da jetzt offen. Also der Red Tears to Ring, Freunde, für alle, was es nicht wissen, der rote Tränensteinring, der gibt da mehr Angriffskraft, wenn du unter 20% Leben bist. Und bei Sir Alonne werde ich sowieso nicht getroffen werden. Deshalb werde ich diesen Ring dann ausrüsten. So. Feuerpfeile ausrüsten und Giftaffen abschießen. Ich baller da einfach rein. Irgendwann werde ich schon treffen, ne? Sobald man einen trifft, kommen alle. Und Achtung, die sind halt wirklich best, gell? Aber wie gesagt, mit den Feuerpfeilen einfach easy. Sind sofort tot.
So, da haben wir was richtig Geiles für unser Black Crypt Sword. Na, das habe ich nicht vergessen, das werden wir im Endgame, also wir sind schon im Endgame, das werden wir spätestens im New Game Plus dann richtig krass benutzen. Da brauche ich aber jetzt noch 5 fossile Drachenknochen, um es zu maxen. Und da drinnen, Freunde, endet jetzt die Quest von Lucatil aus Mira. Richtig nice, ne? Lucatil haben wir 4-mal beschworen zum Boss. Da sitzt sie jetzt, die sitzt nur da, weil wir die Quest richtig gemacht haben. Und jetzt gibt sie uns ihre Rüstung und ihr Schwert und wir halten die Trophäe Lucatil. Yes, indeed, da ist die Trophy. Mira Großschwert, Lucatils Maske und das ganze Set, was richtig schön ist. Ihr Quest ist vorbei, ihr Quest ist abgeschlossen. Und da hinten, Freunde, haben wir noch ein Mimic. Achtung, mit einer Waffe drin und der Fenstermaske. Na, Fensterset, cooles Set, aber eigentlich nur viel coolere Gegner. Diese Fensterritter gibt es in Dark Souls 1 und Dark Souls 3. Leider nicht, ne, in Dark Souls 2. Da gibt's nur das Set von denen. Waren immer Lieblingsgegner von mir mit die Black Knights. So, da hinten haben wir noch einen Feuersamen zum Upgraden der Pyromantieflamme. Ja, sonst Pyromanzatz natürlich interessant, aber für mich nicht und auch nicht platinrelevant, da irgendwas abzugraden. Nur ein Lebensstein und dort drinnen invasiert uns jetzt Lucatils Bruder. Der heißt, wie heißt der Trottel schnell? Astel oder irgendwie so. Astel. Der echte Astel. Asterix aus Mira. Servus Bruder. Moin, moin. Na, wie jeder NPC da. Einfach nur Joke. Na, und diese Wegen, wunderschön, wunderschöner Anblick, diese Wegen. Geboren in Demon's Souls in Politaria, wo man 1-3, Level 1-3 geht, na, Politaria drittes Level, stehen diese Wegen herum, rundherum die Wölfe, haben's auch in Dark Souls 2, in Dark Souls 3 und im Bloodborne ins Spiel geschafft, finde ich richtig nice. So, und jetzt sind wir in der Festung drin, Freunde, und folgendes, eigentlich für die Platin interessant, sind nur 2 Zauber. Alles andere ist da in dieser Festung optional, bis auf den Boss halt danach, ja. Wir werden aber das Optionale mitmachen, weil es einfach cool ist, finde ich. Denn dieser Drache, den kann man zum Leben erwecken, der explodiert dann. Dann gibt er uns den Eidas Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel können wir in einen großen Nebenbereich, der was voller Mimik-Thron und Überraschungen ist. Nichts Platin-Relevantes, aber dennoch nice, ja. Und um diesen Drachen dort zum Leben zu bringen, müssen wir 4 dieser Fackeln entzünden. Das sucht sie leicht an, ist aber beschissenes Fuck, denn da kommen 4 rote Invader und 2 davon haben eine Sense und die mit der Sense sind meiner Meinung nach die schlimmsten Invader von Dark Souls 2 überhaupt. Das machen wir gleich, ne? Da werden wir das gleich anzünden, dann kommt sofort der erste Sensentyp. Richtig übel, richtig viel Leben haben die. Aber zuerst ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, meine Lieben. Denn da drinnen sitzt der Typ, wo ich nicht weiß, wie der heißt. Ja? Weil ich habe jeden Namen vergessen. Und der gibt uns später diese Auftragsmorde. Ja, die Auftragsmordsquest, oder wie man sagt. Wo wir für ihn lauter NPCs töten müssen. Gute NPCs. Aber wir werden das ein bisschen anders lösen. Wir werden diese Beweisgegenstände liefern, ohne einen einzigen NPC getötet zu haben. Wichtig sind 2 Dinge später. Wir müssen hollow sein. Das heißt, jetzt wird es gar nicht funktionieren, wenn wir menschlich sind. Und jetzt das Allerwichtigste. Absoluter Notstopp. Unter keinen Umständen da hinten diesen Hebel bedienen. Wenn wir diesen Hebel bedienen, ist es vorbei. Na? Darum lassen wir diesen Hebel komplett in Ruhe. Die Quest machen wir heute nicht. Die machen wir eventuell beim nächsten oder übernächsten Mal. Wir werden die Festung soweit abschließen. Die Quest lassen wir uns offen, denn wir müssen uns erst nur die restlichen Gegenstände besorgen, was wir für diese Quest brauchen. Ja? So, wir zünden jetzt einmal diese Fackel an.
Ist jetzt mein Ding weg, gell? Oder? Na, okay, passt. So. Jetzt kommt er. Ich gehe da hinten hin. Ich werde ihn versuchen zu parieren. Er ist unangenehm zu parieren. Und er macht unfassbar Schaden. Ja. Das war sehr wichtig. Seht, wir machen fast 3k Schaden. Okay, der erste ist super down. Einer kommt nur von den Sensentypen. Und ich sag's euch, das hat jetzt ein bisschen leicht ausgeschaut, weil der Parry gut gesessen hat, aber ich versprich euch, der Typ ist nicht ganz dicht. Ja, der kann ich so zu Tode staggern mit der Sense. So, da oben wäre jetzt der Oger, dem was wir mit einem Duftzweig entsteinern könnten. Machen wir nicht, ja. Brauchen wir aktuell nicht. Brauchen wir gar nicht. Ne? Wir gehen da einfach rundherum und haben eigentlich dasselbe Ergebnis. Diesen Oger brauchen wir nicht, den Steinern. Da werden wir uns den Duftzweig sparen. Jetzt machen wir da diese Spiegelassis kaputt. Ne? Mit unserem Großschwert in keiner Hinsicht ein Problem. Wichtig ist, geht's nicht zu weit herum, sonst kommen alle drei auf einmal. Und wir wollen jeden einzeln triggern. Da kommt der zweite raus. Da hinten, by the way, da ist so ein Zeichen am Boden. Ne? Da könnt ihr euch so einen NPC-Helfer rufen, der was relativ nützlich ist. Der hat zwei große Schilde in der Hand. Der kann euch auch gegen die roten Invader helfen, was ich gerade gezeigt habe. Ne? Aber wie gesagt, wir spielen solo. Warte, ihr ruft jetzt an. Jetzt trifft's Roxal an. Hey Roxal! Ja, hallo! Ich tu grad aufnehmen, ich ruf dich in einer halben Stunde zurück. Was tust du aufnehmen? Ich tu grad eine Episode aufnehmen, Roxal. Ach so. Passt es für dich? Ja, passt. Bis später! Bis später! Tschüss! Tschüss! Das ist der liebste Mensch, was ich kenne. Ich liebe das Roxal, Freunde. Das ist meine beste Freundin. Und das wird es ja immer bleiben, bis dass ich sterbe. So, da kommt der dritte. Wie gesagt, den Typen könnt sich da beschwören. Wie heißt er? Miet Klinge Luet. Richtig starker Dude. Aber wir verzichten auf ihn. Der hilft euch da auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, bei den roten Fackeln-NPCs. Ritualband des Nordens. Und da drinnen ganz wichtig auch heute, denn ich möchte den Dark Lurker besiegen mit einem Leuchtkäfer in Tuss, ne? Leuchtkäfer, wenn du den frisst, hast du mehr Angriffskraft, viel mehr Angriffskraft. Sehr, sehr selten im Spiel. Und da hinten, Freunde, ist jetzt einer der zwei Zauber, die was Platin-relevant sind. Ist es die verstärkte Barriere? Ich weiß gar nicht mehr wieder. Oder großer Blitzspeer oder verstärkte Zauberbarriere. Platin-relevant indeed. Ich glaube zwar, dass wir schon im Inventar haben, aber falls ihr die vergessen habt, dann liegt sie da nochmal. Auf jeden Fall der zweite Zauber, dem was wir heute aufheben, den gibt es nur einmal und nur da herinnen. Für das gehen wir da nach oben und haben da hinten jetzt einen riesengroßen Basilisken. Den muss man nicht töten, den kann man aber töten. Ne? Und darum töte ihn auch. Ich hab keinen Bock, dass mir der Deppert anschaut. Achtung auf den Steinatem, ne? Hat sehr viel Leben, der Dude. Und wenn er atmet, bist du instant tot. Drachenweiser-Kapuze? What the F? Was ist denn das? Ah! Okay, es schaut irgendwie lieb aus. Es schaut ja lieb aus. Ein bisschen so wie diese in Nokron, ne? Diese Silberpudding oder was das sind. So, Freunde, den braucht ihr nicht, den Steinern, den auch nicht, der gibt nur unnötige Items, der gibt da zwar Asketenleuchtfeuer, was der da gibt,
Weiß ich gerade gar nicht. Wir können nachschauen, wenn ich nur zwei Duftzweige habe, weil ich kriege heute sowieso nur einen. Ich habe drei Duftzweige. Ich riskiere es jetzt, ich schaue, was da drinnen ist bei dem. Bei dem weiß ich ganz rechts, dass der zwei Asketenleuchtfeuer gibt. Was der gibt, weiß ich gar nicht da. Schauen wir nach, ne? Normal gehe ich nicht so mit Duftzweige um, aber... Okay, das ist gar nicht so schlecht, ne? Ein Elisabethinenpilz, zwei Stück. Und zwar verwelkte Dämmerungskraut. Das kann man schon mal machen. So, zweiter Sensentyp, Freunde. Zweiter Sensentyp jetzt. Der letzte Sensentyp. Die anderen zwei sind dann nicht mehr so schwer. Aber der wird nochmal richtig übel. Wenn ihn pariert krieg, ist gut, aber man kann den sehr schwer parieren. Okay. Harry Shield haben wir ausgerüstet. Die Hitbox, Alter, die Hitbox. Einfach nur krass. Sprung kann man nicht parieren. Aber das kann ich parieren, du Sackelpicker. Boah, der hat so viel Leben. Hat so viel Leben. Kann ich ein bisschen staggern? Jawohl, da haben wir ihn. Schaut jetzt natürlich leicht aus, Freunde, aber glaubt's mir's, die sind schwer. Die sind echt schwer. So, da ist nichts Platin-Relevantes drinnen. Was ist da drinnen? Asketenleuchtfeuer, glaube ich. Zwei Stück Asketau. Na, darum brauchen wir den einen da vorne gar nicht den Stein an. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den üblen Bereich von Eiders Festung. Ehrlich gesagt, jetzt kommen die ganzen Oger. Dazu ziehen wir da einmal das Drachenglockerl. Jetzt geht's da hinten zu. Da vorne geht's auf. Und das erste, was wir machen, Licht aufdrehen. Na, da oben haben wir Mimik und da hinten haben wir einen fetten Oger und so ein Giftschwammerl drinnen. Und die werden wir alle später auslassen. Zuerst heute den da aufs Maul. So, die Typen da, die verstecken sich hinter die Bilder. Na, aufpassen. Ganz üble Zeitgenossen, die was richtigen Damage reindrucken. Schimmernder Lebensstein. Da auch wieder. Ihr könnt es erwarten, bis dass die runterkommen, weil falls die einen Loot droppen, und der liegt da oben, könnt ihr ihn nicht erreichen, darum wartet ein bisschen, dass bei euch sind. Und diese Typen da, ne, die droppen fossile Drachenknochen. Bei denen kann man die super gut farmen. So, da haben wir einen Pharos Wahrheitsverkünder. Pharos Wahrheitsverkünder. Da unten komplett versteckt das Leuchtfeuer von diesem Gebiet. Natürlich platinrelevant für das Aufdecken der ganzen Karte. Und da unten haben wir jetzt die dritte Fackel. Die zünden wir an. Dazu brauchen wir jetzt keinen Flammenschmetterling vergeuden. Dazu kann ich einfach da umschalten und die Fackel anzünden. Und dann kommt jetzt da kein Sensentyp, sondern dann kommt da so ein Schwerttyp. Jawohl. Na, kann man auch parieren. Der ist eher defensiv. Das war Perry ins Leere. Ah, ist schwer zum... Na, Sprungangriff kann man auf keinen Fall parieren, das ist immer schwierig. Ja, das ist entweder er rollt oder er schlockt, ne? Bloß mir die parieren jetzt, komm. Ist immer schwierig zum Erkennen, finde ich. Ob er springt oder ob er rollt oder ob man parieren kann. So, das war Nummer 3. Die Fackel, sie brennt. Und jetzt knallen wir den da weg. Sind auch sehr feueranfällig da, die Dudes. Da
Dort drinnen liegt übrigens der platinrelevante Zauber. Jawohl. Meist hat er mal ein bisschen laut sogar. Hat sich relativ arm gerade hingelegt. Achtung, die können zubeißen. So, die zwei sind tot. Und jetzt alles ausziehen, was ihr habt. Denn das verfrisst euch die Rüstung. So, wir sind komplett knockert. Holen uns da hinten, ganz wichtig, Freunde, den Seelengeist hier und einen fossilen Drachenknochen. Mal schauen, ob wir schon fünf haben. Zwei göttliche Segen und die große Seele eines Soldaten. Wenn wir jetzt schon fünf hätten, schauen wir gleich. Wir haben sogar sechs. Jetzt können wir schon das Black Cryptid Sword maxen. Nice. So, wir ziehen uns wieder komplett an. Rüsten uns wieder die Ringe aus. So. Und den silbernen noch rein da. Jawohl. Das Parish Shield. Und den Zauberstab. Und die Rüstung natürlich. Kraten. Und die schwarze Hosen. Perfekt, wir sind wieder fit. Haben nur 11 Heilungen. Das heißt, ich setze mir jetzt nicht ans Leuchtfeuer. Ich gehe direkt weiter. Und ja, jetzt wird es halt übel. Na, da geht's dann rein. Mit dem Schlüssel, was ich gesagt habe. Aber zuerst müssen wir jetzt da diesen Oger triggern. Denn der muss uns da hinten die Tür aufhauen. Kann man schon ein bisschen andamagen. Hau uns die Tür ein, Bruder. Tür ist eingehaut, sehr gut. Und die Hitbox-Mötze, ja, aus dem Urlaub zurück. Wehe, du frisst mir, oder? Okay, glaube wir haben ihn. Unfassbar unangenehm, diese Oger. Ich hasse alles an ihnen. Mirter extrem, Alter. So, da haben wir eine Stärkewaffe drin. Die ist so widerlich, die rüstet gar nicht aus. Das ist so ein großes Gebiss. Das ist einfach nur grauslich. Stärkewaffe, natürlich nichts Platinrelevantes, ne? So. Na, da hört man schon die Mimik lachen. Und da haben wir noch so einen Typen. Den Raum gibt es sonst nichts. Da geht's runter da in diese. Na, in diese Säure, wo wir gerade unten waren. So, Freunde, jetzt ist natürlich. Müssen wir da ein bisschen aufpassen jetzt. Na? Kann ich den ins Gesicht schießen? Ja, er kommt raus. Na, ganz gefährlich. Der kann die One-Hitten, wenn der da raus cruist. Der nimmt auch einen Basilisken mit hinterbei. Also Achtung. Ja, ja. Die sind brandgefährlich, ne? Ja, blöd, gell? Ganz blöd. Ah, da kommt der Basilisk auch noch. Was kann ich den eigentlich da? Triff ich den schon? Ah, den kann ich gar nicht anschießen, okay. Da gibt's ihn. Aber da kommt doch noch einer. Da steht auf jeden Fall einer hinten. Wo ist der jetzt? Der kommt ja normal raus. Na, da geht's erst rein mit dem Schlüssel, was wir dann bekommen. Und da auch große Vorsicht dann dahinter. Da geht's zum Boss. Da könnte man eigentlich jetzt schon hingehen. Na, von der Platine, aber da kommt jetzt nur dicker raus. Komm, bleibt's am Rand, ne? Am Rand bleiben. Weil sonst haut euch der übel rein. Ich hasse die Oger. Das ist ja der letzte in dem Gebiet.
Wie gesagt, das ist der einzige Gegner, der was mir jetzt so einfällt in Dark Souls 2, der was die wirklich mit einer Attacke one-hitten kann. Mit der Fressattacke. Aber wir haben ihn. Sehr, sehr fein. So. Und da zünden wir jetzt die letzte Fackel an von die vier. So. Wo haben wir da noch Flammenschmetterling? Jawohl. Letzte Fackel. Und jetzt kommt der letzte Dude. Ich hasse die so viel. Da macht man der mehr Probleme als der mit der Sensen. Das gibt's ja gar nicht. Komm her, ich will die parieren, du Arschloch. Boah, die haben Leben, ha? Aber wir haben ein 10er Großschwert, du Sack. So, alle vier angezündet. Alle vier tot. Und somit können wir jetzt ganz easy den Schlüssel holen. Da brauchen wir nicht kämpfen oder so. Der Drache explodiert von selbst. Brauchen wir nur vorbeilaufen und auf jeden Fall schauen, dass wir so schnell wie möglich den Raum verlassen. So. Da können wir wunderschön runtergehen. Und ja, der explodiert jetzt. In der Vanilla-Version, also in der Ursprungsversion, ja, war dieser Drachen von Haus aus lebendig. Ja. Schaut cool aus. Und wir bekommen den Aldia-Schlüssel. Einfach nur geil. Einfach nur geile Mechanik. So. Na, ihr könnt euch da nur immer den da beschweren, da hinten. Könnt ihr auch zum Boss mitnehmen. Aber wir machen da Solo-Action. Haben jetzt den Schlüssel und gängen jetzt da in diesen Raum, wo drei Mimics sind, Haufen Zauberer, also Haufen Trotteln und der Zauberer. Ein Gargoyle ist drinnen. Und die Belohnung, was gibt, ist gar nicht so geil. Ich glaube, eine 20.000er Seele ist drin, oder sonst eigentlich, ja, nicht wirklich die geilsten Sachen, so. Aber, ja. So, ich gehe rein und versuche sofort den zu backsteppen da. Ich hoffe natürlich nicht, ne? Aber ich kann ihn umbringen. Seele eines stolzen Ritters. Jetzt kommt der nächste. Komm raus, Brudi. Ja, die kann man ja leicht besiegen, aber die machen auch guten Damage, wenn sie treffen, ne? Drachen-Akolytengewand. Alles klar. Verstehe. Wie gesagt, Freunde, das sind alles Mimics da, ne? Drei Kisten gibt's. Jede einzelne davon ist eine Mimik. Okay. So, dann versuchen wir da. Wunderschön. Wunderschön. Zauberer Ole down. Und ihr seht, beide Türen führen in diesen Raum da rein. Jetzt gehen wir die Mimics an. Mimic Nummer 1. Zwei Schläge, wir sind krass stark. Drei Stück verwelktes Dämmerungsgrad ist eigentlich ganz geil. Gell? Dann habe ich gesagt, eine 20.000er Seele. So, der Gargoyle. Den hasse ich eigentlich, gell. Ich finde das Moveset relativ unangenehm von dir. So, easy gegangen, ne? Super nice.
Und jetzt haben wir nur zwei Mimics und dann ist dieser Raum auch abgeschlossen. Tod, was haben wir da drinnen? Ein Duftzweig ist, glaube ich, auch irgendwo. Asketenleuchtfeuer. Und da dann noch. Geil, geil, geil. Ja, geborstene Augapfel, das ist natürlich ein Schlag in die Fresse, Freunde. Und wenn wir da jetzt den Hebel ziehen, dann lassen wir alle Käfige runter. Und ein Gaudi ist was anderes, ne? Spaß ist was anderes. Unter anderem die erste Mimik. Weg damit. Da ist der Duftzweig drinnen. Und der Blade kommt schon, ne? Der Burger King Fanatiker, Alter. So. Na super. Jetzt muss ich den größten Notstopp ever machen. Fuck. Okay. So. Ich muss die Waffen jetzt. Der kommt da eh nicht rein, ne? Aber ich will nicht, dass es zerbricht. Ich will nicht zurückgehen jetzt. Konfetti Party. Wie schauen wir aus? Ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder im Spiel, Freunde. Ah, ich habe keine Zaubereinsätze mehr. Das heißt, die ist jetzt da, oder? Das. Und das. Und dann habe ich wieder, glaube ich, alle vier, ne? Jawohl. So, wo ist jetzt der Oger? Da ist er. Boah, jetzt hab ich Glück gehabt, Alter. Habt ihr gesehen, jetzt habe ich diesen Basilisken mit dem Rückwärtsschlag kaputt gemacht. Also danke für gar nichts mehr, Saki. So, das ist ein Hund da, ne? Der ist auch besser. Der hat viel Leben, Bruder. Wow. Okay. Der hat viel Leben. Aber wir fisten ihn. So, den schießen wir von der Weiten ab, da mit Feuer. Der würde uns schier vergiften. Nice. Buffen wir uns. Das war jetzt knapp, Alter. Ich habe nicht gesehen, dass der daherkommt. Und das war jetzt gerade cool, Freunde. Der Stab der schwarzen Hexe. Ganz ein besonderer Zauberstab eigentlich. Da ist er, oder wo ist der? Da, da. Mit dem kannst du Wunderhexereien und Zauber wirken. Du brauchst keine Glocke oder Zauberstab. Mit dem geht praktisch alles. Also richtig cool eigentlich. Ja, und wir sind durch. Wir haben alles von dieser Festung. Und können zum Boss gehen. Der Wächterdrache, ganz schlechter Drachenboss. Meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schlecht. Das rüste ich mal ab. Ich will leicht sein auf jeden Fall jetzt. Natürlich blitzanfällig und fensteranfällig. In dem Fall buffe ich mich einfach jetzt mit Blitz. Und eventuell nehme ich mir noch so Ausdauerdingens da. Ja, dass ich ein bisschen Ausdauerregeneration habe. Blitzbuff drauf und rein. Sobald er in die Höhe geht, ne? Immer Richtung Schwanz laufen und zuerst gleich mal hingehen und zwei, drei Hits geben. Immer Richtung Schwanz laufen. Oder Richtung Arena Ende. War sehr knapp, aber gibt uns ein super Opening. Immer Richtung Schwanz, ne?
Tschüss, du Betrüger. Wächterdrache down. Insaner Damage mit dem Großschwert. Und sehr, sehr leicht. Ne? Der kann auch da sich da oben aufs Gitter setzen und dann spuckt er Feuer. Und wenn er die Speuer. Wenn er die Speuer fuckt. Wenn er die Speuer fuckt, ist auch ein schlecht. Ne? Wenn er das Feuer spuckt, müsst ihr einfach seitlich rennen vom Feuer. Sehr, sehr, sehr leichter Boss. Und ganz schlechter Boss auch. Aber was nicht schlecht ist, ist da, da die Aussicht. Ne? Das hat einfach was. Das gefällt mir extrem gut. Das ist so ein richtig geiler Moment, wenn man da rauskommt. Und da geht es jetzt da zum Drachenhort. Das absolute Endgame haben wir jetzt erreicht praktisch, kann man sagen. Ja. Da liegt nur die Drachenschuppe. Und jetzt fahren wir zum letzten Leuchtfeuer und kriegen von unserer Chantal, oder wie heißt es, eine Chanalotte, kriegen wir jetzt die alte Feder. Das ist ein immerwährender Homard-Bone, mit dem können wir jetzt unbegrenzt reisen, aber den brauchen wir auch für die Auftragsquest. Ne? Den brauchen wir leider. Den werden wir eintauschen. Aber ja, man hat ja eigentlich mit den Hammerknochen nicht wirklich Probleme, kann man ja jederzeit kaufen. Wir haben 143.000 Seelen, by the way. Es sind sehr viele Seelen, Freunde. Falls ihr das nicht gewusst habt. So. Nice, nice und nochmal nice. Und da sind wir, der Drachenhorst. Da machen wir aber das nächste Mal. Also da spielen wir jetzt nicht weiter. Na, Chanalotte, servus, gib mir die alte Feder. Alte Feder, majestätisch. Und bevor wir da jetzt abhauen, gehen wir natürlich noch zum Leuchtfeuer. Bei der nächsten Episode spielen wir dann diesen Drachenhorst. Nice, zuerst machen wir nächste Episode die Erinnerungen alle. Besiegen den, Riesenfürsten und dann gehen wir da weiter. Aber jetzt gehen wir mal nach Majula und dann machen wir die Fensterprüfungen fertig und besiegen heute noch den Fensterschleicher. Ja, wir kommen ja super voran. Wir haben noch keinen einzigen Fehler gemacht in diesem Platin-Run. Es geht alles geschmiert. Ich glaube nicht, dass ich nur einen großen Fehler machen werde. Also die Platin werden wir definitiv ganz, ganz verlässlich und sicher erreichen. So, gut. Leveln. Schauen wir mal, was machen wir. 20 Kondition. 60 Stärke. 22 Anpassung. So, Freunde, und jetzt machen wir die drei Prüfungen noch für den Darklurker. Und, also, ich sag drei Prüfungen, wir haben ja schon eine gemacht. Ja, eine haben wir schon gemacht, aber ich hab mir gedacht, dass wir jetzt nochmal alle drei Prüfungen machen, damit ihr das seht, falls ihr die noch nicht gemacht habt, wie die am Stück einfach funktionieren. Wir sind da im unteren Schloss Dragon Lake. Das ist das Leuchtfeuer, ne? Unteres Schloss Dragon Lake. Und jetzt machen wir mal die erste Prüfung nochmal. Die haben wir zwar schon gemacht gehabt, ne? Aber wir machen es jetzt einfach alle drei nochmal mit. Das ist die erste. Alle Gegner töten, ne? Und das die Leuchtschale aktivieren. Dreimal, zwei Prüfungen sind relativ simpel. Ich bin gestorben. Freunde, ne? Also, zwei Prüfungen sind relativ simpel, die eigentlich auch, wenn man nicht so deppert ist und abstürzt. Ja, wurscht, wir haben genug Menschenbilder. Falls ihr nur mehr die zwei anderen Prüfungen machen wollt, Freunde, und die nicht mehr machen wollt, achtet bitte drauf, dass ihr in diesen Eid da seid. Na, wir sind aktuell in diesen Eid. Wenn ihr nicht in diesen Eid seid, lasst ihr euch auch nicht runter. Ja? Darum geht es zur Katze nochmal Schula. Und
wechsle einfach dann diesen Eid, diesen Dunkeleid, damit ihr die Prüfungen da machen könnt. So, jetzt passen wir aber nochmal auf. Da haben wir einen Havel-Gegner, den kann man eigentlich relativ geil parieren. Ah, so. Jetzt machen wir den Fehler da nicht mehr. So. Springen wir da rüber. Perfekt. Da kommt der Havelboy. Achtung, die sind, was heißt Achtung, ist echt gut für uns. Die sind sehr anfällig auf Dunkelmagie, die Dudes. So, Havel. Wo ist er? Da ist er. Moin. Der zweite Parry erst. Jawohl, 2000. Der erste habe ich verkackt, ne? Aber das macht nichts. So, Lady. Du wirst weggestaggert, meine Liebe. Sehr anfällig auf Dunkelschaden, ne? Die lebt noch? Nein, die ist tot. Okay. Das war die zweite. Jetzt müssen wir da noch dann das Wesen da killen. Ja, ja, oder? Passt schon. Tschüss, du Betrüger. Und ihr seht, da hinten haben wir ja schon das da aktiviert. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr aktivieren. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Dann geht es hier einfach zurück. Und jetzt sind wir durch, ne? Das ist wirklich die leichteste Prüfung so. Falsche Richtung. Ah, da ist noch einer. Schau. Nett. Der hat aber ganz schön viel Ausdauer. Ah, jetzt haben wir alle erwischt, ne? Asketenleuchtfeuer kann man da farmen. Geil, also das war die erste Prüfung. Und dann geht's da hinten in den Abgrund. Bam. Fertig, ne? Die zweite Prüfung machen wir jetzt in den Tiefen. Jetzt drehen wir mit dem Dude. So, wir kaufen uns da jetzt was. Und zwar einmal Lichtschein, einmal finstere Kugel und einmal tiefe Stille. Na, schaut, ob ihr alles habt, kauft ihm alles ab. Wir reisen ins Loch, und zwar zur verborgenen Kammer. Das ist mit Abstand die härteste. Da kommen zwei heftige Pyromanten, zwei heftige Dudes mit einem Dämonenhammer. Und ja. Und die letzte ist eigentlich auch wieder leicht dann, aber da kommt halt dann der Flamelurker am Schluss. Also der Darklurker. Ja. Das war fucking knapp. So, wir sind vergiftet aus Gründen. So, lass mich rein, Bruder. Menschenbild geben, ja? Teuer. Na, wenn man da oft stirbt, hat man bald keine Menschenbilder mehr. Kann man sie ja dennoch gut farmen. In Schrein von Amana. So, jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Ich hoffe, ich kann den da parieren. Das ist der mit dem Dämonenhammer, ganz ein übler Zeitgenossener. Sprungangriffe nicht parieren. Absolut majestätisch indeed. Fette Schildkröten down, fette Schildkröten down. Jetzt kommt der Pyromant. Der ist really, really unangenehm. Stichattacke, Schlag, Schlag. Und ich bin tot. Und ich lebe. Und ich bin lebendig und er ist tot. So, wo bist du? Den müssen wir natürlich auch killen da, ne? Klar, Asketenleuchtfeuer. Kann man da so krass farmen. Okay. Und drei haben wir jetzt noch.
würde sagen, zuerst gehen wir da lang und zünden mal die Schale an. So, wo haben wir's? Schälchen. Bruder muss los. Da. Muss dringend los. Ja. Echt cool gemacht. Und jetzt nur die letzten drei Gegner besiegen. Das ist wieder so einer mit zwei Dämonenhammern. Dann wieder Pyromant und halt so ein Geist. Ja. So. Ich versuche jetzt den hochzulocken, ohne dass der Pyromant kommt. Und habe einen Fehler gemacht. Scheiß drauf. So, Sprungattacke, scheiß drauf. Komm her. Absolut geil. Weg ist er. So, komm hoch, Bruder. Buffen. Die sind natürlich ganz hart so. Traumhaft. Und nur mehr er. Alle Betrügereien sind vorbei. Wir haben's. Zweite Prüfung und härteste Prüfung. Absolut easy done. Ciao, Baba. Und ab in die Schattenruinen. Letzte Station. Bruder. Ich bin im Eid drin, ja. So. Mein lieber Freund. Ja. Die Feder können wir nehmen. So viele Items gibt es in diesem Game. Das ist zu viel, Bruder. Zu viel. So. Ah, okay. Reisen wir. Ich muss daher, da in die überschatteten Ruinen. Da hat die ganze Reise mit diesem Dude auch angefangen. Da sind wir eingebrochen, ne, unten an der Stelle. Ne? Ja, der wird mir wahrscheinlich weghauen, weil den habe ich vielleicht in meinem Leben bis jetzt zweimal gemacht. In Dark Lurker. Den habe ich irgendwann einmal Level 1 besiegt, aber das ist schon Jahre her. Und beim Platin halt, bei meinem eigenen Platin. Und seitdem habe ich dann nicht mehr geübt oder gemacht oder so. Der wird mich weghauen, ne? Der Dude, der wird mich sowas von weghauen. Servus, Bro. So. Rein mit uns. Okay. Jetzt möchte ich was probieren, Freunde. Na? Jetzt werde ich mal da alle Gegner killen und die Flamme entzünden. Und dann schauen wir mal, ob wir dann im Ei der Stufe tiefer kommen. Servus. Echt? Abstand und Ausdauer regenerieren und bam. So, der erste ist tot. Okay. Wichtig. Heilung. Zweite ist tot. Jetzt möchte ich nur den Magier da weghauen. So, Magier ist weg. Und jetzt zünden wir da das letzte Feuer an.
Das Feuer brennt. Und jetzt würde ich gern eine Feder nehmen. Dann probieren wir das aus, ob wir jetzt im Eid eine Stufe höher aufsteigen und die verstärkte nachklingende Seele bekommen. Oder ob man dazu den Dark Lurker einmal gesehen haben muss. Du könntest jetzt abwarten, wenn sie mir das gerade nachspürt und das selbst überprüfen, Freunde. Ich glaube, dass wir aber in Dark Lurker einmal gesehen haben muss. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, Bruder. Wie schauen wir aus? Na, ich muss den Dark Lurker gesehen haben. Ja. So, gut. Das bedeutet, das hat nicht gereicht, dass wir alle drei einfach entzünden. Ich bin tot, oder? Ah, noch nicht ganz. Du oder ich? Du! Du! Anzünden. Yes, indeed. Heilen. Unten ist noch ein Gegner und dann der Dark Lurker. Ein Arsch, Arsch, Arsch auf jeden. So. Da haben wir noch einen Dude. Moin, moin, Bruder. Wunderbar. Der ist tot. Und jetzt bereiten wir uns vor. Ja. Das weg, das weg. Die Hosen weg. Und den Ring da rein. Den. So. Und da der Glühwürmchen. Sofort buffen, wenn wir unten sind. Okay. Also. So. Und wenn wir unten sind, sofort buffen. Gehen wir runter. Ich druck jetzt schon Quadrat. Ich lauf. Ah, das weiß ich noch. Das ist der Scheiß. Und Memo an mich selbst. Drei Schläge sind um drei Schläge zu viel. Okay, sehr. Okay, schnell. Wo ist er? Der schaut lieber aus irgendwie. Ich mag den optisch. Oh na. Oh na. Okay. Sehr gut. Bis jetzt läuft es eigentlich gut, ne? Oh na. Komm runter. Na.
Yes! Das war sogar relativ... Na, bitte nicht. Bitte sag nicht, dass das jetzt passiert ist, Bruder. Bitte, bitte, bitte sag, dass das jetzt nicht passiert ist, Mann. Ich bin gestorben, aber... Na, der Kampf war so fucking gut. Alter, das hat nicht gezählt. Das hat nicht gezählt, Alter. Der war doch kaputt, Bruder. Ich glaub's nicht. Das ist gerade so bitter, Mann. Das ist gerade so bitter, Bruder, oder? Aber ich krieg zumindest die nächste Eidstufe, das weiß ich. Ja, ist eine Tiefe den Eid ergeben. Verstärkt die nachklingende Seele, ja. Aber es ist noch nicht erlebt noch. Nehme an mich selbst. Nicht so gierig werden, du Hund. Okay. Oh nein, ich bin tot, oder? Oh, ho, ho, ho. Okay, wichtig. Laser. Oh. Nicht greedy werden. Greedy. Oh na, Laser. Oh fuck. Schnell. Ja. Haben wir es aber jetzt, oder? Yes. War zwar nicht so ein schönes Ding, ja. Aber. War geil. Und Goldtrophäe, ein selbstloses Geschenk. Majestätisch und geil. Ja. Ich liebe alles, muss ich sagen. Ist da noch was? Nee. Und tschüss. Einfach geil. Ja, der Boss ist wirklich gut. Das ist ein guter Boss. Ein guter Dark Souls 2 Boss. Wahrheit bitter. Gell? Wahrheit echt bitter. Bruder. Jawohl, wir sind aufgestiegen. Wir bekommen Höhepunkt. Ne? Das ist ein Zauber, den kriegen wir nur hier. Ganz wichtig für die Platin, nachdem wir den Dark Lurker besiegt haben. Und das Xanthos-Set für Magier. Na, und sonst haben wir da jetzt nichts mehr, was wir brauchen. Das haben wir alles gekauft. Wir sind durch. Ich bin sehr zufrieden.
Der erste Kampf war wirklich nicht schlecht, oder? Der war eigentlich sogar relativ majestätisch. Und dann bin ich halt wirklich, wirklich bitter verreckt. Aber das ist Dark Souls, ne? Da ist man kurz richtig anpisst und dann probiert man es nochmal und dann passt es dafür. So, ab nochmal Chula. Und das nächste Mal, Freunde, Drachenhort indeed. Ne? Das nächste Mal Drachenhort. Wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir kaufen jetzt alles an Seelen, was da in Matschule herumlungert. Ah, an Seelen, sage ich, an Zaubern. Wir kaufen jetzt die ganzen Händler da. Wir haben über 100.000 Seelen, das machen wir jetzt. So. Was hast du im Angebot? Haben wir beides schon gekauft, ne? Seelenfrieden und erneuter Tod. Haben wir bereits. Dann gehen wir zu unserer Pyromantin hoch. Gegenstand kaufen. Da kaufen wir uns die Feuerkugel. Also ihr kauft sich einfach das, was ihr noch nicht habt, da unten rechts, ne, wo Besitz steht. Kaufen wir Giftnebel und da das Eisenfleisch. Ja? So. Haben wir alles jetzt. Alles andere ist nicht wichtig. Dann gehen wir zum Creighton, oder wie der heißt da. Was hast du für uns? Da haben wir die Schockwelle noch nicht. Schockwelle. Und sonst haben wir alles. Ja. Fein. Fein, fein und nochmal fein. Dann schauen wir zu unserer... Die Heilen habe ich noch gar nicht. Heilen für 1500. Beides im Besitz. Und ansonsten verkauft dem Machula keiner mehr was. Na, da verkauft keiner mehr was. Hast du eine echte Bossrüstung oder so? Ja, das Schmelzer-Dämonen-Set, ne? Spiegelritter und... Ah, Weltstadt! Weltstadt-Set, Freunde. Huhu. Also, wie viel Kohle ausgeben? Ja, schaut bei mir natürlich wieder nicht geil aus, ne? Das schaut natürlich nur beim... Das schaut bei mir aus, wie wenn ich ein Tischtuch von meiner Mutter umhänge. Das schaut einfach scheiße aus. Es ist so typisch, ne? Denkt sie, geile Bossrüstung und dann... Was ist denn das für Unterhosen da? Ah, okay. Da mal weg. Wir bleiben bei Creighton Set. Das nächste Mal holen wir uns das schöne Set. So, machen wir noch Level Up. Absolut perfekt, Freunde. Schön, dass dabei wart. Sehr viel weitergegangen heute. Wir haben Eidas Festung abgeschlossen. Machen nächstes Mal dann wahrscheinlich auch die Auftragsquest. Auftragsmordquest, dann Drachenhort, absolutes Endgame. Aber für heute sind wir durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein bisschen Liebe da, aber nicht. Na wurscht. Ne? In diesem Sinne, Freunde, gute Nacht, euer Jack FromSoft.